Genau, die entladen, die holen sich das bloß hier ab. Und entladen das dann hier. Hier geht das dann gesammelt mit den Zügen raus. Aber kann ich die... Kann ich hier die Züge nicht auch irgendwie bemalen? Geht das? Kann ich den auch sagen, rot? Ja, da zuckt sich leider gar nichts, schade. Na gut, okay. Es reicht aber noch nicht, dass hier einer voll ist. Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir die Ölfelder mit Ersatzteilen bedienen, dass da einfach noch mehr rauskommt. So, ich würde sagen, wir machen erstmal hier hinten die zwei. Das ist natürlich wieder richtig geil, eine Kuhfarm mittendrin. Ich könnte erstmal das Gleis dorthin bauen. Ich doch gleich mal die Gelegenheit, dass hier die Brücke unten hier so lang geht. Auch wenn es natürlich schwierig ist, wenn dann hier so ein Ölzug direkt neben einem Gewässer entlang fährt. Wirkt natürlich jetzt ein gewisses Konfliktpotenzial bei Unfällen. Muss man mal so sagen, aber es wurde gerade noch so genehmigt hier. Ach, hier ist schon mal das erste. Das ist schon eine weite Strecke bis. Ne, wo war das jetzt? Bis hier. Ach ja, hier ist auch noch das Depot im Weg. Na gut, das würde wahrscheinlich Sinn machen, wenn ich hier unten lang. Da spare ich mir das Gebirge hier. Weil man hier einfach einen Tunnel drüber bauen könnte. Aber wenn ich... Ach, warte mal, ich könnte auch einfach dann hier das hier nutzen, um hier rüber zu bauen. Jetzt fange ich doch wieder an der anderen Stelle an, weiter zu bauen. Schön geradeaus durch. Hier würde ich mal einen Tunnel bauen, damit ich mir das spare, hier diesen ganzen Hügel da abzuterraformen. Tja, und hier haben wir jetzt wieder mal ein kleines Problem. Ich bin einfach mal so frei. Der Mobilfunk-Kaiser hat das erlaubt, weil hier sind schon genug. Hier ist die Netzabdeckung durch die Station schon hier gut. Und da kommt es auf den einen Funkturm da auch nicht mehr drauf an. Oh, wie das einfach jetzt hier passt, dass man jetzt an allem vorbeikommt, an allen Industrien hier, an allen Flüssen. Das ist ja geil. Man muss auch mal Glück haben. Ich mache jetzt hier weiter, hier wird dann auch abplaniert. Oh, hier hinten geht es sich aber nicht aus. Aber es ist egal, ich muss eh ein Stück hoch. Ja, ich könnte die Industrie natürlich auch einfach abreißen, aber das geht nicht. So ein Funkturm hier, das ist mal in Ordnung. So eine Industrie muss ja auch nicht sein. Denk doch mal an die Angestellten, oder?
Ah, hier geht es sich auch nicht aus. Aber das Glas kann ich ja. Das Glas. Oh. Zum Glück was. Das Glas kann ich ja da lassen. Wir machen das einfach dann so hier. Schon haben wir so also eine richtig schöne große Freifläche, um das anzubinden. Immer noch kein Schiff hier raus von der Säure. Nee. Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Daher müssen wir wirklich hier gucken, dass wir regelmäßig zumindest die Züge herankriegen. So, hier kommt erstmal ein Depot. Depot an der Rastplatz am Bauxitbergwerk mit Ausblick hier in diese Grube. Das ist bestimmt geil. Da gibt es was zu sehen. So, dann mache ich hier hinten nochmal eine hin. Gut, hier müsste man vielleicht schon, naja, hat man hier. Ich mache die einfach hier hin. Wenn halt dazwischen noch irgendwelche Abzweige kommen, dann muss man das halt, ja, das liegt blöd hier. Dann mache ich es doch eher hier hin. Der Bauer hat sein Land für gutes Geld verkauft, dann geht das. So, okay, gut, das können wir hier hinten, die zwei. Na, das, der wird wahrscheinlich einfacher. Ich gehe gleich mal direkt auf drei Gleise, dann wegen... Na gut, das wird natürlich wieder schwer, das hier ranzukriegen, die Ersatzteile. Ich glaube, hinten sieht es mit Ersatzteilen dann eher mau aus. Oder kann man von hier irgendwas... Ne, hier sind bloß Haufen landwirtschaftliche Betriebsmittel drin. Warten die hier alle auf Nahrungsmittel. Die dann dorthin bringen. Achso, weil hier irgendwann mal ein Zug mit Verpackungsmaterialien ankommt. Kann man eigentlich hier noch mehr losschicken? Von wo kam das? Von hier? Na gut, hier ist schon noch ein bisschen was drin. 1700 Tonnen. Da geht bestimmt noch was. Ah, hier kommt gerade einer rein. Achso, das habe ich natürlich in die falsche Richtung. Ja, gut. Die werden dann ihren Weg schon finden. Da habe ich nicht aufgepasst. So, Brick. Glies Fördertürme. Da wird richtig schön einer weggefördert. Ja,
Warum habe ich da jetzt terraformt? Weiß auch keiner so wirklich. Ah, hier komme ich wieder an dem am Landwirt seinem Gebiet vorbei. Ich überlege gerade mal was, wie könnte ich das bauen? Bringt mir dann dort die Brücke, die ich da gebaut habe, was? Schauen wir mal. So, guck mal, hier komme ich natürlich auch ganz gut dran. Wenn ich das jetzt so mache. So, Montei-Fördertürme. So, jetzt müssen die irgendwie hier an das Gleis ran. Kann mir die Brücke, die ich hier, die Unterführung, kann die helfen? Naja, theoretisch eigentlich schon, ne? Ich könnte... Die Gleise sind ja No-Brainer hier. Die Gleise nach oben. So. Gut, das macht das Ganze natürlich ein bisschen einen komischen Schlenker. Aber es müsste trotzdem noch funktionieren. So, und für die Fahrt hier rüber ist es ja dann eigentlich nur... Aber eigentlich ist doch dann diese... Naja, ich lasse das einfach. Man weiß ja nie, wie später hier mal die Streckenführung wird. Na, warte mal, wäre das nicht aber sinnvoll, wenn ich... Ich reiße das erst nochmal weg. So, ich baue das jetzt so... Das passt da leider nicht. Das heißt, das muss alles ins Hinter. Brücke drüber. Drüber. Na gut, dann ist es halt so. So, dann hätten wir schon mal die Richtung. Oh, habe ich das Gleis falsch gebaut? So, dann hätten wir schon mal die Richtungsfahrbahnen. So.